Frau Stadtverordnetenvorsteherin, werte Kolleginnen und Kollegen, um es direkt vorweg zu sagen, wir als BFF-BIG-Fraktion lehnen den Doppelhaushalt 2024-25 ab. Denn es ist der Regierungskoalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt wiederum nicht gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und das trotz Rekordwerten auf der Einnahmenseite. Dazu mangelt es dieser Koalition schon am erforderlichen Willen. Für Grün, Rot, Gelb, Violett gilt stattdessen die Devise, eine möglichst breite Klientel zu bedienen und zufriedenzustellen. Eine solide Haushaltspolitik würde dem natürlich im Wege stehen. Allein, dass Sie den Oppositionsfraktionen und im Übrigen auch der Verwaltung sage und schreibe 253 Etatanträge zumuten, ist ein Armutszeugnis und zeigt die Defizite bei der Aufstellung des Etats durch den von Ihnen getragenen Magistrat auf. Diese Energie hätten Koalition und Magistrat besser in die Aufstellung des Etats investiert und uns dieses ebenso peinliche wie nervtötende Klein-Klein erspart. Aber so kann man natürlich seiner Wählerklientel zeigen, welche Wohltaten man mit der Gießkanne verteilt, wobei die Zotte bei einem Viererbündnis naturgemäß groß ausfallen muss. Darf ich um etwas Ruhe bitten im Plenarsaal? Entschuldigung, Herr Pfeffer. So wie bei der Dezernatsverteilung, und hiermit komme ich direkt zum Etat, bei der dann letztlich auch die FDP zu Beginn dieser Wahlperiode ihre langjährig vorgetragene Forderung nach einer Verkleinerung des hauptamtlichen Magistrats über den Haufen geworfen hat und im Gegenteil dessen Ausweitung betrieb, um auch ja in den Genuss eines zweiten Dezernentenpostens zu kommen. Wir als BFF-BIG-Fraktion bleiben dabei. Eine Verkleinerung des hauptamtlichen Magistrats von derzeit 11 auf 8 hauptamtliche Dezernate neben dem des Oberbürgermeisters ist machbar. Dieser Schritt würde Einsparungen in nicht unerheblichem Umfang mit sich bringen und zudem das richtige Signal im Sinne von Führung durch Vorbild in puncto einer sparsamen Haushaltsführung setzen. Auch in der Abschaffung der kommunalen Ausländervertretung zum nächsten möglichen Termin und deren Ersatz durch eine Integrationskommission gemäß HGO sehen wir erhebliche Einsparpotenziale, insbesondere was die Organisation und Durchführung der Wahlen zur KAV betrifft. Dabei ist nicht nur die extrem niedrige Wahlbeteiligung als Argument heranzuziehen, sondern auch das gerade in Kraft getretene Einbürgerungsgesetz, welches neue Realitäten schafft. Zudem verfügen die meisten KAV-Mitglieder bereits heute schon über die deutsche oder eine europäische Staatsangehörigkeit und können sich somit problemlos auch auf Listen für Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte zur Wahl stellen. Aus unserer Sicht der weitaus wirkungsvollere und auch integrativere Weg, um Kommunalpolitik mitzugestalten. Die beiden vorgenannten Einsparpotenziale sind lediglich exemplarischer Natur. Dieser Haushalt bietet in der Tat unzählige davon. Die Koalition will diese jedoch weder erkennen noch ausschöpfen. Doch müsste der Kämmerer lediglich den Appellen des Revisionsamtes folgen und die Planansätze, hier insbesondere die investiven Mittel, realistischer ansetzen, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Deshalb fordern wir, Projekte und Maßnahmen so zu planen, dass diese auch mit hoher Wahrscheinlichkeit im entsprechenden Planungszeitraum umgesetzt werden können. Abgesehen von den Pflichtleistungen ist es letztlich immer eine Frage der politischen Prioritätensetzung, für was öffentliche Gelder investiert werden oder eben nicht. Wobei zur Wahrheit auch dazu gehört, dass das vorhandene Geld nur einmal ausgegeben werden kann, will man nicht an der Schuldenspirale weiterdrehen. Und da setzt die Römer-Koalition ja durchaus Schwerpunkte, die wir als BFF-BIG-Fraktion mit unseren Etatanträgen zum Doppelhaushalt 24-25 ebenfalls formuliert haben. Zu nennen ist hier die Untersuchung von Kosten und Nutzen der Einrichtung von Wassertaxis auf dem Main als Ergänzung des Verkehrsmittelmixes in Frankfurt. Das kann man aber nicht ernsthaft erwägen, ohne gleichzeitig die Sicherung des Fortbestands der Mainfähre höchst mitzudenken, so wie wir das mit einem Etatantrag tun. Und bevor man gutes Geld Schlechtem hinterherwirft und weitere Untersuchungen der völlig irrsinnigen Trassenvariante 1 einer möglichen S-Bahn-Strecke Regionaltangente Ost in Auftrag gibt, so wie die Koalition es jetzt tut, sollte man dieses Geld lieber dafür aufwenden, um die Taktausdünnung im ÖPNV wieder rückgängig zu machen.
Denn es macht keinen Sinn, einen weiten, dysfunktionalen ÖPNV immer weiter auszubauen, bevor man nicht die Schwachstellen im bestehenden System beseitigt hat. Hingegen freut es uns außerordentlich, dass die Koalition das wegweisende Projekt einer KI-gesteuerten Brustkrebsvorsorge, dessen Einführung in den deutschen Markt der in Frankfurt ansässige Verein Aktion Pink Deutschland e.V. derzeit vorbereitet, mit der Summe von 121.000 Euro fördern wird. Die Stadt Frankfurt hat damit die einmalige Chance, mit der Unterstützung dieses Projektes den Sprung in ein neues Zeitalter beim Thema Brustkrebsvorsorge und damit der Frauengesundheit zu ermöglichen. Bei der Förderung der wertvollen Arbeit des Kinder- und Jugendtheaters Papageno sehen wir noch Luft nach oben, steht dort doch die seit geraumer Zeit überfällige Dachsanierung an. Damit komme ich auf die Handlungsfelder zu sprechen, die wir als BFF-BIG-Fraktion für diesen Doppelhaushalt erkannt haben und bei denen uns die Regierungskoalition nicht folgen möchte. Um dringend benötigten Wohnraum zu schaffen und jungen Familien mit Kindern das Wohnen in Frankfurt wieder zu ermöglichen, fordern wir die Auflage eines Familienförderprogramms im Erbbaurecht mit stark vergünstigten Erbbauzinsen. Damit soll es insbesondere Familien mit Kindern wieder ermöglicht werden, in Frankfurt selbstgenutztes Wohneigentum zu schaffen. Zudem schlagen wir die Einrichtung einer städtischen Beratungsstelle zum Erbbaurecht und die Verkleinerung bestehender Erbbaugrundstücke vor, zum Beispiel durch die Teilumwandlung von Gärten in Arrondierungsareal oder eine Realteilung, um damit auch zusätzliche Flächen für die Errichtung von dringend benötigtem neuen Wohnraum zu schaffen. Finanziert werden kann dieses Programm durch die Verwendung von bereits in den Haushalt eingestellten Mitteln für die Wohnraumförderung sowie aus bislang dafür nicht abgerufenen Fördermitteln. Ein Skandal ist die Tatsache, dass auch in diesem Haushalt keine investiven Mittel zur Umsetzung des Ende 2022 vom Magistrat vorgelegten und mit viel Getöse gefeierten Toilettenkonzepts eingestellt sind. Von den hierfür benötigten gut 9 Millionen Euro auf weiter Sicht Fehlanzeige. Unsere Forderung nach Einstellung dieser Mittel für die Jahre 2024/25 und den Folgezeitraum lehnt die Koalition ab. Dieses wahrlich drängende Problem wird den Menschen in Frankfurt also noch eine geraume Zeit erhalten bleiben. Es gibt auch Etatanträge unserer Fraktion, die wir mittlerweile unter der Kategorie Oldies but Goldies verbuchen können. Stellvertretend möchte ich hier lediglich die Forderung nach der Abschaffung der asozialsten Form des Wohnens in unserer Stadt nennen. Die Rede ist von der seit über 40 Jahren von sogenannten linksautonomen, rechtswidrig besetzten städtischen Liegenschaft in der Au 14 bis 16, wo man problemlos 250 Wohneinheiten errichten könnte. Zudem sind der Jahre- oder gar jahrzehntelange Leerstand und Verfall vieler städtischer Immobilien ein Dauerthema, zu dem wir seit Jahren fordern, dass deren Verfall gestoppt wird und diese möglichst zeitnah wieder einer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. Viele weitere sinnvolle Anträge unserer Fraktion, wie etwa zur Stärkung der Verkehrsüberwachung in den Stadtteilen, zusätzliche Stellen für die untere Naturschutzbehörde oder dem Aufbau einer Taskforce Waste Watcher nach Hamburger Vorbild, werden von der Koalition ebenfalls abgelehnt. Wir wissen aber aus Erfahrung, dass viele unserer Ideen über kurz oder lang dann doch von Regierungsseite aufgegriffen und umgesetzt werden. Jüngstes Beispiel, und damit komme ich zum Schluss, ist die jetzt angekündigte Schulbauinitiative. Da ist die Regierungskoalition doch tatsächlich zu der Erkenntnis gekommen, dass auch die Bauprozesse vereinfacht und beschleunigt werden müssen. Deshalb will man jetzt eine Bildungsbaugesellschaft gründen, die sich um Sanierungsobjekte kümmert. Ein halbherziger Schritt, den man auch deutlich früher hätte gehen können. Denn bereits zum Etat 2019 hatte meine Fraktion die Gründung eines kommunalen Eigenbetriebs für die Planung, den Bau, die Errichtung und Unterhaltung der städtischen Frankfurter Schulen gefordert. Damals noch von CDU, SPD und Grünen abgelehnt, soll dies jetzt zumindest in Teilen Realität werden. Schade, dass man 5 wertvolle Jahre hat verstreichen lassen und auch jetzt immer noch nicht dazu bereit ist, ganze Sache zu machen. Mein Credo nach jeder Haushaltsrunde lautet ja bekanntlich, nach den Haushaltsberatungen ist vor den Haushaltsberatungen. Deshalb, lieber Stadtkämmerer Dr. Bergerhoff, enttäuschen Sie uns nicht
und bringen Sie den Haushaltsentwurf 2026 so rechtzeitig ein, dass er noch vorjährig von uns Stadtverordneten verabschiedet werden kann. Und wenn der dann noch ein ausgeglichenes oder gar positives Ergebnis ausweist, man wird ja wohl mal träumen dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.